Ich habe es eingangs erwähnt, Jörg Gude-Hülsmann ist mit seinem vierten Auftritt bei einer unserer Konferenzen quasi ein Rekordhalter. Er hat sich neben seiner 1000-seitigen Mises-Biografie sehr viel mit den gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt, mit der Ethik der Geldproduktion, so auch der Titel eines seiner Bücher, oder was die Inflation mit den Menschen macht, was sie mit der Kultur der Menschen macht. Und in seinem Vortrag heute wird er sich wieder mit einem gesellschaftlichen Phänomen beschäftigen und uns werden, so viel darf ich verraten, nun Bobos begegnen, was das ist, beziehungsweise wer das ist und welches gesellschaftliche Phänomen sich dahinter verbirgt, hören Sie nun im Vortrag die neue Oberklasse, gelebte Utopie, Professor Dr. Jörg Gude-Hülsmann. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für den warmen Empfang. Mein Thema ist die zufällige Frucht einer Lektüre von David Brooks' Buch, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Also Bobos in Paradise, es gibt auch eine deutsche Übersetzung dieses Titels. Bobos, der Lebensstil der neuen Elite, ist 2001 im Ullstein Verlag erschienen. Es sind wahrscheinlich nur wenige, die das damals gelesen haben. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich kann es also herzlich empfehlen und wird noch einige andere Empfehlungen später aussprechen. Und das passte dann so schön zu dem Thema der Konferenz Politik zwischen Utopie und Wirklichkeit. Das Buch beschäftigt sich in der Tat mit der neuen Oberklasse, die Brooks für den Fall der Vereinigten Staaten beschreibt, aber die wir letzten Endes auch in Deutschland haben. Das sind die Bourgeois Bohemians. Das sind also eine Oberklasse, die die Führungsposition in Wirtschaft, Politik, Kultur, Medien innehat, aber letzten Endes Anti-Establishment-Werte pflegt, die sich in Verhalten, im Kleiden, in der Wertorientierung niederschlägt. Also meine These ist, dass die Utopie normalerweise definiert wird als ein wünschenswerter, aber unwirklicher Zustand, während die heutige herrschende Klasse oder herrschende Oberschicht durchaus in einer gelebten Utopie lebt, die also ihre Welt nach ihrem Ideal bereits gestaltet hat, was nicht unbedingt zum Vorteil der Restbevölkerung ist. Und das würde ich im Folgenden erklären, anhalb von 6 Punkten, durch die ich Sie führen werde. Ich werde zuerst ein paar Worte sagen über gesellschaftliche Eliten im Allgemeinen, dann über gesellschaftliche Eliten in einer freien Gesellschaft sprechen, dann die Besonderheiten des Einflusses des staatlichen Interventionismus auf die Elitenbildung besprechen, dann im viertens das Wesen der neuen Oberklasse besprechen, also die Bobos, und dann, wenn wir Zeit haben, was nicht sicher ist, wie viel Zeit habe ich, 45 Minuten? 30. 30 oder 45? 30. Ich ziele auf 30. Also wir lassen Punkt 5 weg. Ich springe dann direkt über zu 6, Kritik der Lebensphilosophie der neuen Oberklasse. Oh, 30, okay. Also, Eliten gibt es in jeder Gesellschaft, so die mittlerweile berühmte These von Robert Michels, die er 1915 in einer bekannten Studie darlegte, indem er das eiserne Gesetz der Oligarchie darlegte. Diese These richtete sich insbesondere an die damaligen Sozialdemokraten, die ja im Begriff waren, oder damals schon 1915 die größte Partei in Deutschland waren, ganz anders als heute. Und Michel schrieb ihn also ins Stammbuch, dass bei allen Verdiensten einer egalitaristischen Orientierung Sie sich doch bitte schön nicht vormachen sollten, dass Sie eine völlig egalitaristische Gesellschaft schaffen könnten. In der Tat, Sie könnten noch nicht mal eine egalitaristische Partei schaffen. Selbst in der Sozialdemokratischen Partei gibt es immer Leute, die aufgrund, und ich kann hier einen Sarrazin dann auch wieder zitieren, nicht ihrer Orientierung, ihrer Werte, ihrer Präferenzen, ihrer Fähigkeiten, ihrer Intelligenz, ihrer Bildung anderen überlegen sind und daher natürlicherweise die Führungsposition übernehmen und andere. Und es ist einfach auch nicht der Fall, dass jeder versucht, eine gegebene Organisation, der er angehört, zu führen, sondern es gibt auch viele Leute, die einfach gerne mithelfen und sich unterordnen und halt sich dem unterordnen, der in ihren Augen am besten das Ruder führt.
In einer freien Gesellschaft lösen die Eliten sich ab. Hier kommt ein weiterer Autor für uns ins Spiel, der verdient zitiert zu werden, das ist Vilfredo Pareto, der also am Ende des 19. Jahrhunderts auf eine andere Gesetzmäßigkeit hinwies, nämlich auf die, was er die Zirkulation der Eliten nannte. Also in einer freien Gesellschaft besteht die Tendenz, dass sich die Eliten ablösen. Eine freie Gesellschaft ist sozusagen ein großer Friedhof der Eliten. Und das erklärt sich halt eben daraus, dass in einer freien Gesellschaft, wie ich noch ausführen werde, die Kriterien dessen Eliten ausgewählt werden, sich ständig ändern. Das Wort Elite kommt aus dem Französischen, nicht élire, also eine Auswahl. Die Frage ist also, wer wählt aus und nach welchen Kriterien wird ausgewählt? Was mich zum zweiten Punkt bringt, die gesellschaftlichen Eliten in einer freien Gesellschaft. Freie Gesellschaften beruhen auf Privateigentum. Dieser Gedanke ist Ihnen bekannt. Und Eigentum bedeutet eben eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Souveränität des Eigentümers. Eigentum verfällt laufend, Eigentum verfällt physisch. Gebäude, die wir besitzen, Fahrzeuge und alle anderen Dinge eben auch. Aber auch der Wert verfällt, denn der Marktwert der Dinge, die wir besitzen, ändert sich unter dem Einfluss der Werturteile aller anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir also unser Eigentum bewahren wollen, sowohl das physische Eigentum als auch den Wert unseres Eigentums, müssen wir immer wieder besondere Anstrengungen unternehmen, um einfach nur auf dem Level zu bleiben, das wir bereits einmal erreicht hatten. Und das ist in einer freien Gesellschaft nur dadurch möglich, indem wir anderen Menschen Dienste leisten. Der Charakter von Eliten in einer freien Gesellschaft zeichnet sich also insbesondere dadurch aus, dass Eliten mehr oder besser in der Lage sind, anderen zu dienen als andere Menschen. Und zwar an anderen Menschen zu dienen, nicht nach ihrem eigenen Urteil, also nicht in einer Art Überheblichkeit, ich sage dir, wie du eigentlich dein Leben führen solltest, sondern ihnen dienen nach dem Urteil dieser anderen Menschen. Denn man kann in einer freien Gesellschaft eben Eigentum, Vermögen nur dadurch erwerben, indem man anderen Dienste leistet, die diese bereit sind, freiwillig zu bezahlen. Zweitens möchte ich hervorheben, dass sich die Eliten in einer freien Gesellschaft durch umsichtiges und vorsichtiges Handeln auszeichnen, also das, was man so in der mittelalterlichen Philosophie dann eben das kluge, das prudente Handeln nannte. Dieses Handeln ist immer orientiert durch das Eigentum und am Eigentum. Das Eigentum bietet also Ziel, Eigentumsbildung ist Ziel, aber auch Eingrenzung der Handlung der betreffenden Persönlichkeiten. Ziel ist eben auch, Eigentum weiterzureichen an die nächste Generation. Das heißt, persönliche Erben, die eigenen Kinder, die Kinder der Familie, die Kinder der Gesellschaft, der Freunde, die uns bekannt sind, bieten also den Zielhintergrund des eigenen Strebens, des eigentlichen Entscheidens. Und was weiterhin diese Eliten auszeichnet, ist die Bereitschaft, langfristige Ziele zu verfolgen, insbesondere auch unter persönlichen Opfern, nicht zuletzt im Militärdienst. Das wird häufig vergessen, dass in der griechischen Kultur, in der wir den Ursprung, die Wiege der westlichen Freiheit immer wieder sehen, dass der Bürger sich eben gerade dadurch auszeichnet, dass er mit den anderen stritt und sein Leben ließ auf dem Schlachtfeld, Verteidigung gegenüber den Feinden. Und dass die griechische Freiheit gerade eben darauf beruhte, dass die gemeinschaftliche Militärtaktik, in der alle militärisch gleich waren, sich eben auch im Politischen reflektierte. Des Weiteren zeichnen sich die Eliten in einer freien Gesellschaft aus durch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Der Unternehmer trägt die Risiken, die damit einhergehen, jetzige Mittel einzusetzen zur Verfolgung zukünftiger Ziele, die unsicher sind. Ein Unternehmer in einer Marktwirtschaft muss jetzt Kapital investieren, in der Hoffnung, damit Umsätze zu erzielen, die in der Gegenwart unsicher sind. Aber selbst die Entwicklung eines neuen Produktes ist noch nicht mal wirtschaftlich unsicher, ist aber vielleicht technologisch unsicher. Diese Risiken muss irgendjemand tragen. In einer freien Gesellschaft sind es gerade die Eliten, die zeichnen sich dadurch aus, dass es eben diejenigen Personen sind, die bereit sind, diese Risiken zu tragen. Also sozusagen eine private Lösung für ein
gesellschaftliches Problem. Die Gesellschaft kann sich nur dann entwickeln, wenn solche Risiken getragen werden. In einer freien Gesellschaft sind es private Initiativen, die genau diese Funktion übernehmen. Und in einer freien Gesellschaft gehen Unternehmer auch in Vorleistung, das heißt, bevor man sie eben entlohnt, leisten sie eine Kapitalinvestition, sie leisten ihren eigenen Beitrag, um friedliche Verhältnisse mit ihren Nachbarn zu schaffen. All dies zeichnet Eliten in einer freien Gesellschaft aus. Man kann die vorgehenden Überlegungen dahingehend zusammenfassen, dass man sagt, eine freie Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, durch das Vorherrschen von den Werten der Bourgeoisie. Hier möchte ich auf einen weiteren Autor hinweisen, der Ihnen vielleicht vom Namen her bekannt ist und der vielleicht ein bisschen überraschend kommt, nämlich Werner Sombart. Werner Sombart ist sicherlich kein großer Freund des Kapitalismus, aber Mises hat ihn immerhin als einen der akzeptabelsten, den hinnehmbarsten Vertreter der historischen Schule bezeichnet, weil Sombart zumindest nie langweilig war. Und das ist richtig. Ich kann Ihnen also wärmstens empfehlen, einen Blick auf sein Buch Der Bourgeois zu werfen. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal 1902 veröffentlicht worden. Zweite Auflage 1913. Und in diesem Bourgeois gibt Sombart einen Überblick über die Entwicklung der Bourgeoisie, die nach seinem Dafürhalten zwei Wurzeln hat. Zum einen das Unternehmertum und zum anderen die Rationalität, die ja in der von der katholischen Kirche geschaffenen Kultur des Mittelalters verankert sieht und die sich dann im Laufe der Renaissance und in der Neuzeit entwickelt. Also Unternehmertum und Rationalität zeichnen den Bourgeois aus und genau diese Werte kennzeichnen die Eliten in einer freien Gesellschaft, denn diese Werte verbürgen Erfolg, keine Garantie des Erfolgs, aber große Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs. Disziplin, Berechnung, Risikofreudigkeit, Verantwortung. Der amerikanische, bekannte amerikanische Revolutionär Benjamin Franklin und Staatsmann, nicht auch Botschafter der Amerikaner in Frankreich, Benjamin Franklin, war im 19. Jahrhundert sehr bekannt als Fürsprecher dieser bourgeoisen Werte, hat also das Loblied dieser Geisteshaltung gesungen. Ich glaube, seine Bücher wurden auch in zahlreichen, wirklich dutzendfachen Auflagen, gerade auch in Deutschland, verlegt. Das lohnt sich also vielleicht auch da nochmal auf Benjamin Franklin zurückzugreifen. Lassen Sie mich gleich auch vorab betonen, weil wir auf diesen Punkt später nochmal zurückkommen, dass in einer freien Gesellschaft Intelligenz und harte Arbeit natürlich wichtige Voraussetzungen sind, aber keinesfalls eine Garantie bilden, keinesfalls eine unerlässliche Voraussetzung sind, zur Elite zu zählen. Die Wertfassung ist wichtiger als die reine Intelligenz. Also diejenigen, die in einer freien Gesellschaft bestimmend sind, sind nicht unbedingt die intelligentesten Leute. Es ist egal, welches Kriterium man es anlegt, aber es sind sicherlich Leute, die sehr diszipliniert sind, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, ihr eigenes Kapital in ihre eigene Persönlichkeit einzubringen, um die Ziele zu verfolgen, die sie sich setzen. Unter den kulturellen Begleiterscheinungen der Eliten einer freien Gesellschaft können wir erwähnen, dass es sich sehr häufig um eigentümliche Charaktere handelt, häufig schroffe Individualisten. Das sind also nicht Leute, die unbedingt mit allen anderen klarkommen, das sind häufig Leute, die untereinander nicht miteinander klarkommen. Also der Raum kann dann schon mal auch ein großer Saal kann zu klein sein für zwei starke Persönlichkeiten. Das ist also Teil dieses Phänomens, das wir hier beschrieben haben. Was ändert sich nun durch den staatlichen Interventionismus? Hier möchte ich drei Punkte hervorheben. Der Interventionismus ist seiner ganzen Natur nach natürlich immer gegen Privateigentum gerichtet. Das ist das Wesen des Interventionismus. Wenn der Staat interveniert, das bedeutet, dass er also den Bürgern die Anweisung gibt, ihr Eigentum in anderer Weise zu verwenden, als sie es selber gewünscht hätten. Und dass zur Not diese Anweisung auch mit Gewalt durchsetzt. Also der Interventionismus ist von vornherein gegen Eigentum gerichtet. Überzeugte Staatsdiener sind daher von vornherein dem Privateigentum gegenüber negativ voreingenommen. Das heißt nicht, dass sie das von vornherein ablehnen in allen Fällen, aber es sind auf jeden Fall keine vollkommenen
Fürsprecher des Privateigentums. Der Staat wird also durch den Interventionismus immer zum ungewünschten Miteigentümer der eigentlichen Eigentümer. Er tut dies durch Steuern, durch Vorschriften, die er also dem Einzelnen auferlegt, und durch Regulierung der Beziehungen, die zwischen den einzelnen Bürgern bestehen. Und ein dritter Punkt verdient hier hervorgehoben zu werden, nämlich dass der Staat bzw. die Eliten unter dem staatlichen Interventionismus durch den Interventionismus in die Lage kommen, über Ressourcen zu bestimmen. Also sie üben eine Kontrolle aus, sie üben Macht aus, ohne zu besitzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie entscheiden, aber sie besitzen nicht. Und das ist ein fundamentales Problem für die Verantwortlichkeit, die von staatlicher Seite aus ausgeübt wird oder eben nicht ausgeübt wird. Ich komme nun zum Wesen der neuen Oberklasse. Die neue Oberklasse, die Bobos, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Position durch hochqualifizierte Arbeit, durch große Kenntnisse, insbesondere akademische Qualifikationen, erwerben. Traditionell vor den 1960er Jahren waren natürlich der Staat, die Universitäten, die medizinischen Berufe und die juristischen Berufe natürliche Professionen dieser Art Menschen, aber sie waren halt eben nicht vorherrschend. Was unsere Zeit kennzeichnet, ist, dass Leute, die diese Art Qualitäten haben und aufgrund dieser Qualitäten in Führungspositionen gelangen, sich nun überall finden. Nicht nur im Staat, bei den Universitäten, unter den Medizinern und Juristen, sondern eben auch in der Finanzwirtschaft, auch in den Medien, auch in Industrie und im Handel. Sie sind auch in nicht-akademische Berufe eingesickert, insbesondere den Journalismus, also die tägliche Aktivität. David Brooks gibt das Beispiel, dass vor dem Zweiten Weltkrieg Journalisten typischerweise, es war ein Arbeiterberuf, also jemand, der keine akademische Ausbildung hatte, häufig hatten diese Leute, die konnten gerade mal schreiben, die konnten vielleicht gut schreiben, die hatten eine schnelle Auffassungsgabe, also sie hatten nicht unbedingt eine akademische Ausbildung. Und wenn man heute sich umschaut im Pressesaal des Weißen Hauses, dann sitzen da halt nur Absolventen der amerikanischen Elite-Institutionen, nicht? Dann sitzen da die Princeton-Leute und die Yale- und die Harvard-Leute. Nur das Handwerk scheint noch nicht erobert zu sein, aber wir müssen vielleicht einfach nur warten und den Bobos ein bisschen Gelegenheit geben, dann schaffen die das auch zum Bäcker und zum Fleischer. Die Bobos sind, und das ist ein wichtiger Punkt, Meritokraten. Das heißt, sie glauben daran, dass Führungspositionen nach dem Prinzip vergeben werden sollen, wer am besten für die Tätigkeit geeignet ist, das heißt, wer die besten Qualifikationen mitbringt. Und das ist ja im Grunde, ist das sicherlich nicht falsch, aber sie haben halt eine besondere Interpretation dessen, was also ein Verdienst ausmacht, nicht? Le Mérite, das ist der Verdienst. Sie meinen damit insbesondere kognitive Fähigkeiten, eine kognitive Überlegenheit, die sich dadurch auszeichnet, Tests und Prüfungen, insbesondere an Universitäten, besser zu bestehen als andere Menschen. Also derjenige ist verdient, eine besonders hohe soziale Stellung zu haben und ein besonders hohes Einkommen zu erwerben, der Tests gut schafft. Wir haben natürlich hier dieses Prinzip, es ist sehr alt, nicht? Das finden wir schon im Chinesischen Reich, also mindestens 2000 Jahre alt, nicht? Das ist das Prinzip des Mandarinentums. Und in der Tat, unsere neue Oberklasse ist eine Form des modernen Mandarinentums, etwas, was wir im Westen so noch nie gekannt haben, aber was in anderen Kulturkreisen durchaus schon sein Gesicht gezeigt hatte. Kulturell gesehen sind die Bobos sehr umgänglich, sie sind zurückhaltend, sie sind konsensorientiert, was man natürlich auch anders ausdrücken könnte, nicht? Man kann auch sagen, sie sind allglatt und verantwortungsscheu. Was nun, also das sind die Bourgeois Bohemians, nicht? Also das heißt, sie haben eine gesellschaftliche Stellung, die der traditionellen bourgeoisen Elite, die also auf Rationalität und Unternehmertum gegründet ist, entspricht, aber kommen mit Werten, die überhaupt nicht dieser Rationalität entsprechen. Sie haben die Werte eines Anti-Establishments, nicht? Also sie sind letzten Endes Hippies, nicht? Und kleiden sich gerne wie Hippies, haben dann in den USA
gibt es dann immer die, Low Dress Friday, nicht? Also wenn Sie mal diejenigen geschäftlich in den USA unterwegs sind oder im angelsächsischen Raum, nicht? Häufig kommt man dann völlig übergekleidet, nicht? Am Freitag an, da laufen ja alle noch in Jeans rum oder wie auch immer. Und man ist dann mit seiner Krawatte oder auch nicht, oder im Anzug auf jeden Fall, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Aber das vereinbart, das hindert Sie nicht daran, halt eben große Kapitalgesellschaften zu leiten und alles über Stock Options zu wissen. Sie mögen Rockmusik eher als Bach und Mozart. Und Sie betonen immer wieder die ökologische und soziale Verantwortung der Unternehmen und anderen Organisationen, in denen Sie tätig sind. Das ist also der Bourgeois. Dieser Typus ist uns natürlich allen bekannt. Und einige von uns sind Bobos. Nicht? Und so sprach halt eben auch David Brooks, den ich bereits erwähnt habe, also ein Journalist, der für die New York Times arbeitet. Und der in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch Bobos, der Lebensstil der neuen Elite, diese neue Oberklasse glorifiziert. Und David Brooks sagt ganz frank und frei, na, ich bin selber auch ein Bobo. Und na okay, wir sind jetzt also Teil der neuen Oberklasse, ist auch nicht so schlecht, auch nicht schlechter als alle anderen, die vor uns kamen. Was ich halt letzten Endes Ihnen erklären möchte, ist, dass das so nicht richtig ist. Also die Bobos sind schon schlimmer als die meisten, die vor Ihnen kamen. Brooks selber hat übrigens sich zum Teil hinterher wieder zurückgenommen. Ein paar Jahre später, im Jahr 2015, veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel Charakter der Kunst, Haltung zu zeigen, in der er die Betonung des traditionellen westlichen Tugendkataloges betonte und dann sozusagen einige seiner Bobo-Sünden beichtete dem lesenden Publikum gegenüber und dann auch dann zurücknahm. Also er hat das dann relativiert. Ich überspringe jetzt also den Teil zu den Vorläufern und Ursprüngen der neuen Oberklasse, was ich mir vorausgelegt habe. Das war so ein schöner Teil, aber wir haben keine Zeit. 30 Minuten. Ich komme also direkt zur Kritik der neuen Oberklasse zu sprechen. Hier sind vier Punkte, sagen wir mal, anzusprechen. Der erste ist das Grundproblem der meritokratischen Utopie. Das zweite ist die fehlende Orientierung an den Bedürfnissen der anderen. Das dritte Problem ist der Destruktionismus des Meritokratismus. Und der vierte Punkt betrifft eine kleine Spekulation, wie das wohl enden kann. Also, das Grundproblem der meritokratischen Utopie besteht darin, dass sie eine völlig falsche Vorstellung von den wesentlichen Problemen der Verantwortung in einer Gesellschaft, egal ob eine freie Gesellschaft oder eine staatlich reglementierte Gesellschaft pflegt. Den Meritokraten zufolge, also den Bobos zufolge, wie ich bereits ausgeführt habe, sollten diejenigen Verantwortung übernehmen und innehaben, die besonders gut darin sind, besondere Fähigkeiten darin haben, standardisierte Tests besser zu bestehen als andere. Nun, das ist eine ganz andere Aufgabe als die, die sich in einer Gesellschaft stellt. Eine Gesellschaft stellt sich insbesondere das Problem einer unsicheren Zukunft gegenüber, in der Gegenwart Entscheidungen zu treffen. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Und diese Zukunft ist unbekannt. Es ist nicht völlig unbekannt, wir nehmen an, dass auch morgen und in 100 Jahren noch die Sonne aufgehen wird, dass es dann immer noch Schwerkraft geben wird und verschiedene andere Sachen, aber viele Sachen sind halt eben vollkommen unbekannt. Was werden die Bedürfnisse sein, was wird die Zusammensetzung unserer Gesellschaft sein, was werden die herrschenden Wertevorstellungen sein, wie viel Kapital werden wir haben, wie viel wird gespart werden und so weiter. Das sind Probleme, die Sie im Unternehmer ständig treffen, und Sie werden keinen Familienunternehmer finden, der sagen, ich kann mein Problem einfach dadurch lösen, indem ich jemand mit dem Diplom der Harvard-Universität einstelle oder von der Ludwig-Maximilians-Universität. Und der ist dann also besonders smart, der ist vielleicht nicht nur guter Ökonom, wie Herr Sarrazin, der ist auch noch gut in Mathematik und der wird das alles für mich regeln. Das ist einfach verrückt, diese Vorstellung. Das Problem ist, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, und die wesentliche Voraussetzung ist dafür, dass man eigene Mittel mitbringt, die man eben selber aufs Spiel setzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht spielen, sondern die man halt eben, mit denen man selber für die Überzeugung, für die Vision der Zukunft eintritt, die man selber hat.
Das betrifft die materiellen Mittel, das betrifft die persönlichen Mittel. Das betrifft die ganze Persönlichkeit im Fall eines Unternehmers, der sich dem und dem Unternehmen widmet und halt sein Leben sozusagen damit blockiert, diesen Laden zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten und groß zu machen und toll zu machen. Das ist das eigentliche Problem. Die Bobos unterschätzen nicht alle, aber in großer Zahl, in geradezu grotesker Weise, das Problem und überschätzen in ebenso grotesker Weise ihre eigene Fähigkeit, das Problem zu lösen. In ihrer Auffassung, alles kann sich letzten Endes auf eine Art standardisierter Lösung halt zurückführen. Nichts, was ein erfahrener Verwaltungsexperte nicht lösen könnte. Sie sind eben vom ganzen Wesen her Verwalter, Entscheider, Manager, aber keine Eigentümer. Sie müssen nicht mit ihrer eigenen Person und mit dem eigenen Kapital für das einstehen, für den Erfolg einstehen, den sie halt für das Unternehmen einstehen, das sie in Gang setzen. Wenn die Sachen schieflaufen, verlieren sie in der Regel nicht ihren Job. Also Frau Merkel ist dabei, Deutschland in massivem Umfang zu verarmen. Es führt nicht dazu, dass sie ihren Posten verliert. Und ich glaube auch nicht, dass das ihre Rentenansprüche beeinträchtigen wird. Es gibt einfach keine Verantwortung in dem Sinne, in dem es privatwirtschaftlich agierende Unternehmer haben und die dementsprechend auch ganz anders mit viel größerer Umsicht und Vorsicht agieren. Diese, wie ich sagte, groteske Unterschätzung des Problems und groteske Überschätzung der eigenen Fähigkeit, es zu lösen, ist in der heutigen Psychologie als der Dunning-Kruger-Effekt bekannt. Also zwei amerikanische Psychologen, die mit dem Phänomen von diesem Phänomen überrascht waren, die Ende der 90er Jahre anfingen, darüber zu publizieren und insbesondere herausgestellt haben, dass Leute, die unfähig sind, ein Problem zu erkennen, in der Regel auch unfähig, also ihre eigenen Fähigkeiten, das Problem zu lösen, grotesk überschätzen. Ein Beispiel ist, wenn jemand einfach keine Ahnung von der deutschen Grammatik hat, dann kann er der Auffassung sein, dass er gerade einen fantastischen Text geschrieben hat, weil er einfach nicht sieht, wo die Kommas überall fehlen und wo die Anführungszeichen und so weiter. Er weiß es einfach nicht. Er denkt, er hat einen tollen Text dahingelegt. Und so ist das halt, so ähnlich ist das auch bei diesen Sachen. Jemand, der nicht versteht, um was es eigentlich geht, der also wirtschaftliche Probleme im Wesentlichen in der Form von mathematischen Gleichungen und von Grafiken, die im Vorlesungssaal zu sehen waren, kennengelernt hat, der ist nicht gut vorbereitet, um zu verstehen, um was es eigentlich in der praktischen Wirtschaft überhaupt geht. Und demzufolge ist er halt eben auch geneigt, seine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Der von mir sehr geschätzte Andreas Tögel, in diesem Jahr veröffentlichten Buch Schluss mit Lustig, wie die Babyboomer die Zukunft der Jungen ruinieren, weist ebenfalls darauf hin, dass wer sein ganzes Leben in der Umlaufbahn des Staates verbracht hat, sozusagen geradezu zwangsläufig in einer Parallelwelt lebt. Die Probleme, die man in öffentlichen Verwaltungen antrifft, die man als Angestellter eines Unternehmens, selbst als sehr hochbezahlter Angestellter, mit denen man dort konfrontiert wird, sind nicht die gleichen, die diejenigen zu bewältigen haben, die Verantwortung tragen. Das ist das Grundproblem. Also der Meritokratismus verkennt das eigentliche Problem dessen, was es zu lösen gilt. Er verkennt, was ein Verdienst ist, nachdem jemand bezahlt, entlohnt, anerkannt wird, dass das Kriterium sich in einer freien Gesellschaft laufend ändert und halt eben unsicher ist. Das nächste Problem besteht darin, dass die Meritokraten ihre eigene Auffassung über die der anderen Menschen setzen, dass sie den anderen eben keine Dienste leisten wollen und keine Orientierung an den Bedürfnissen der anderen haben. David Brooks formuliert das so, ganz salopp, also die Bobos wandeln das alte marxische Dogma ab und denken, dass die Gesellschaft so laufen sollte, dass es von jedem nach seinen Fähigkeiten geschehen sollte, von jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Fähigkeiten.
Also nicht von jedem nach, von jedem, ich gebe nach meinen Fähigkeiten, ich empfange nach meinen Bedürfnissen, sondern ich gebe nach meinen Fähigkeiten, ich empfange nach meinen Fähigkeiten. Fähigkeiten gemessen an standardisierten Tests. Also wenn ich gut in Mathe bin, dann sollte ich auch mehr bekommen. Der dritte Punkt, und das ist mein Hauptpunkt, ist der Destruktionismus, der mit dem Bobotum einhergeht. Das Bobotum führt zu erhöhtem Kapitalverzehr. Sicherlich erhöhter Kapitalverzehr im Vergleich zu dem, was es in einer freien Gesellschaft gegeben hätte. Der Manager hat nun mal eine höhere Zeitpräferenz als der Eigentümer. Das heißt, wenn eine Gesellschaft geleitet wird von Leuten, die Manager sind, Leitungsexperten, aber nicht Eigentümer, dann haben sie von vornherein einen anderen Zeithorizont als der Eigentümer. Sie können zum Beispiel nicht vererben. Das heißt, der Zeithorizont ihrer Entscheidungsfindung betrifft von vornherein in der Regel ihre eigene Zeit im Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung, nicht die der Kinder. Zweitens, Entscheidungsform bevorzugen, also das Kollektiv gegenüber einsamen individuellen Entscheidungen, hat das viele Vorteile, insbesondere was die Konzertation und die Friedfertigkeit betrifft, das ist ohne Zweifel der Fall, aber wir müssen hier eben zurückhalten, auch dass das Kollektiv in der Regel weniger Disziplin aufbringt als der Einzelne. Der Einzelne ist viel eher in der Lage, kurzfristig schmerzhafte Entscheidungen zu treffen, um langfristige Ziele zu verfolgen. Kollektive haben in der Regel sehr viel weniger Fähigkeit, das zu tun. Weil im Kollektiv es eben darum geht, jeden glücklich zu machen und nicht alle haben halt eben diese Fähigkeit, langfristige Ziele zulasten kurzfristiger Opfer zu erbringen. Drittens, muss festgehalten werden, dass das Bobotum beruht auf der Inflationspolitik und floriert mit der Inflationspolitik. Nach David Brooks kommt die neue Oberklasse oder ist sie in ihrer Führungsposition mit der Wandel in der Produktionstechnologie, also insbesondere mit dem Aufkommen der Informationstechnologie, Computer, Internet und so weiter, in die Führungsposition gelangt. Ich meine, dass diese Interpretation nicht richtig ist, insbesondere wenn man sich mal die Zeitfolge anguckt. Was wir beobachten ist, dass noch bis zur Mitte der 70er Jahre Universitätsabschlüsse kein statistisch bedeutsame Verbesserung der Einkommen brachten gegenüber Leuten, die keine großartigen Universitätsabschlüsse hatten, also etwa bis zur Mitte der 70er Jahre. Und erst ab diesem Zeitpunkt entkoppeln sich die Einkommen derjenigen, die Abschlüsse von Elite-Universitäten insbesondere mit sich bringen und den Rest der Bevölkerung. Woran liegt das nun? Ich meine, der wesentliche Mechanismus hier ist in der Inflationspolitik begründet. Die Inflationspolitik, wie ich in einigen Schriften ausgeführt habe, führt dazu, dass sich das Schuldenmachen lohnt, das ist also die eigenen Investitionen zu hebeln, die Schuldenwirtschaft wird erhöht. Und die Inflationspolitik geht immer damit einher, die Verantwortlichkeit der Unternehmen und auch der staatlichen Verwaltung zu unterminieren. Das wiederum führt dann dazu, dass der Staat immer wieder versucht ist, nachzubessern durch Regulierung, die er sowohl den eigenen Verwaltungen als auch dem Rest der Wirtschaft aufstülpt. Es ist also unerlässlich, dass wenn der Wohlfahrtsstaat wächst und wenn der Regulierungsstaat wächst, dass sie immer mehr kompetentes Personal brauchen, die diese Regeln umsetzen und durchsetzen. Und ich meine, dass hier der historische Grund liegt, aus dem die Bobos halt eben zur neuen Oberklasse geworden sind. Es ist letzten Endes die administrative Kaste, die sich insbesondere im Staatsdienst befindet, aber neben dem Staatsdienst vor allen Dingen mit den ganz hohen Geldern eben auch in der Finanzindustrie. Und die dadurch halt eben überhaupt erst ins Leben kommt, dass halt Inflationspolitik von Seiten der Zentralbanken betrieben wird. Das Bobotum beruht und floriert also mit der
Brot auf und floriert mit der Inflationspolitik. Nun, Inflationspolitik von ihrem ganzen Wesen her unterminiert die Kapitalbildung und erleichtert den Kapitalverbrauch durch den Staat. Also aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sehr unvorteilhafte Entwicklung. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die absolute Kapitalmenge sinkt, aber es wird weniger Kapital gebildet, als es sonst der Fall gewesen wäre. Und wahrscheinlich, die Frage ist, ist die Kapitalbildung tatsächlich, hat sie zugenommen oder hat sie abgenommen? Meine Einschätzung anhand des Zahlenmaterials ist eher, dass wir stagnieren und sicherlich im Falle der USA, dass die Kapitalbildung abgenommen hat. Es kommt also zu einer Verarmung der Gesellschaft, zumindest zu einer relativen Verarmung. Und diese Verarmung geht einher mit einer typischen Begleiterscheinung der Inflationspolitik, nämlich der Umverteilung von unten nach oben. Das ist auch eine typische Begleiterscheinung des Wohlfahrtsstaates. Viele Sozialromantiker hängen der Vorstellung an, dass der Wohlfahrtsstaat dazu dient und auch die effektive Folge hat, Wohlstand von oben nach unten zu verteilen. Während alle Studien darauf hinweisen und auch theoretische Erwägungen darauf hinweisen, dass der Wohlfahrtsstaat dazu dient, die Mittelklasse auf Kosten, das heißt die Mehrheit der Wähler auf Kosten der Unterschicht und zum kleineren Teil auch der Oberschicht zu bereichern. Also die Umverteilung erfolgt von unten nach oben. Das heißt also, die Folge ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Masse dessen, was es überhaupt zu verteilen gäbe, ständig sinkt. Und die Umverteilung immer deutlicher diejenigen begünstigt, die an den Stellhebeln sitzen. Wie wird das Ganze enden? Das bringt mich zu meinen Schlussfolgerungen. Jetzt bin ich tatsächlich 30 Minuten, ja, ziemlich gut. Ja, wie wird das enden? Wenn wir auf China schauen, dann sehen wir eine mögliche Folge, die sich also für uns ergeben kann, nämlich die Sklerose unter dem Mandarinentum. Das ist das, worunter China viele Jahrhunderte gelitten hat. Es gibt also von der Hinsicht, das ist keine gute Botschaft, weil es dann bedeutet, es gibt keinen automatischen Korrekturmechanismus. Wenn sich die Bobos erstmal eingerichtet haben, werden sie vielleicht irgendwann mal kulturell keine Bobos mehr sein, sie werden dann vielleicht Mittel und Wege finden, aristokratische Herrschaftsformen wieder einzuführen. Also wir sehen ja jetzt schon das Entstehen bestimmter Politikerfamilien, Politikerdynastien, denken wir an die Clintons, denken wir an die Bushes in Amerika und bei uns gibt es auch ein paar Familien, die Weizsäckers zum Beispiel, das ist ein bekannter Fall, über Generationen hinweg sich die Ämter weiter erreichen und das wird sicherlich auch kulturell seinen Niederschlag finden. Aber es ändert nichts an den Problemen, an den wirtschaftlichen Problemen und politischen Problemen, die ich hervorgehoben habe. Man kann sagen, na gut, vielleicht glücklicherweise haben wir in Europa den einen Vorteil, dass Europa eben recht ressourcenarm ist, im Gegensatz zu China, zu Russland, und zu Amerika, also vielleicht ginge es bei uns nicht ganz so lang. Wenn man den Hebel zu stark anzieht, dann kommen wir halt schnell zu dem Punkt, wo es massive Hungersnot gibt. Europa kann nur bestehen, wenn wir ständige Kapitalbildung haben, wenn wir Unternehmertum haben. Das ist vielleicht das, was uns am Ende retten kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.